Wir würden dann jetzt das Urteil von heute kommentieren. Im Prozess wurde heute am Landesgericht München das Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Die Hauptangeklagte Beate Schäpe wurde der Mittäterinschaft an 10 Morden, 43 versuchten Morden, 2 schweren Sprengstoffanschlägen und 15 Bank- und Raubüberfällen für schuldig befunden und zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Das Gericht bejahte eine besondere Schwere der Schuld. Anders als bei lebenslang wird Beate Schäpe nach 15 Jahren Haft nicht entlassen. Der ebenfalls in Untersuchungshaft befindliche Angeklagte Ralf Wohleben wurde wegen Beihilfe zum Mord in 9 Fällen zu 10 Jahren verurteilt. André Emminger, der seit Sommer vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt, wurde nur wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Weitere Anklagepunkte gegen ihn wurden fallen gelassen. Seine Verurteilung und sein Strafmaß von 2 Jahren und 6 Monaten bleiben damit deutlich hinter den Forderungen der Bundesanwaltschaft zurück. Dass die Angeklagten Holger Gerlach und Carsten Schulze relativ niedrige Haftstrafen erhalten, war zu erwarten. Gerlach konnte nur die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt werden. Er wurde zu 3 Jahren verurteilt. Schulze war als einziger der Angeklagten umfänglich geständig. Er wurde nach Jugendstrafrecht zu 3 Jahren Haft verurteilt. Was ist die Botschaft dieses Urteils im NSU-Prozesses? Der NSU-Prozess ist der Anklage der Bundesanwaltschaft gefolgt. Wonach der NSU ein isoliertes und von der eigenen Nazi-Szene abgekapseltes Trio gewesen sein soll. Diese Haltung entsprechen auch das heutige Urteil und die milde Strafe gegen die Mitangeklagten. Das Gericht hätte höhere Haftstrafen aussprechen können und so anerkennen müssen, dass es ein NSU-Netzwerk gab bzw. gibt. Mit dem Urteil wird aber unter allen Umständen versucht, die Trio-These aufrechtzuerhalten. Der Prozess hatte strukturelle Leerstellen. Das Netzwerk des NSU war mit V-Personen der Geheimdiensten durchsetzt. Ein Teil der Akten zu den V-Personen wurde von Mitarbeiterinnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz und anderen deutschen Geheimdiensten vernichtet. Um Fragen zur Verstrickung staatlicher Behörden in den NSU-Komplex zu unterbinden und die Mitverantwortung dieser Stellen am NSU-Terror zu verschleiern. Eine weitere Leerstelle des Prozesses ist der institutionelle Rassismus in den Ermittlungsbehörden, die nicht in alle Richtungen ermittelten. Das Urteil macht ein zweites Mal deutlich, dass das Prozessende kein Schlussstrich sein darf. Für die Angehörigen ist das Urteil ein Schlag ins Gesicht. Während der Verkündigung der milden Urteile applaudierten die anwesenden Nazis selbstbewusst. Als Ismail Yozgat bei der Schilderung des Mordes an seinen Sohn Halid in verzweifelte Rufe ausbrach, reagierte Götzl hingegen sofort scharf mit einem Ordnungsruf und der Androhung weiterer Maßnahmen. Auch angesichts der gegenwärtigen alarmierenden gesellschaftlichen Rechtsdruck ist das Urteil fatal. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für den NSU sind nicht aus der Welt.